Hallo, hallo, ich bin hier oben. Moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wie ihr seht, haben wir gerade mal wieder einen Turm gebaut. Aber dummerweise haben wir eine Treppe vergessen. Ah. Bei unseren Recherchen zum dritten Teil unserer Serie Formen aus Silikon und Abgießen sind wir auf den Hersteller Fantasy Stones gestoßen. Fantasy Stones bietet vorwiegend Dungeon-Gelände und Fantasy-Gebäude als Bausätze an, aber auch Kleinkram ist in deren Online-Shop zu finden. Das kleine, aber feine Familienunternehmen gibt es seit Januar 2015 und es entwirft jeden Monat etwa einen neuen Bausatz. Neben der bereits recht großen Vielfalt und den ansprechenden Designs fällt vor allem eins ins Auge: die günstigen Preise. Wir konnten nicht widerstehen und haben daher einmal die Wehranlagenruine für 19,95 € plus Versand bestellt, um zu testen, ob der Bausatz hält, was die Shop-Fotos versprechen. Die erste Erkenntnis beim Eintreffen des Pakets war: alle Teile passen in einen Schuhkarton. Woher wir das wissen? Nun, der Bausatz wurde tatsächlich in einem Schuhkarton verschickt, wobei innen alles recht gut gepolstert und zugleich übersichtlich angeordnet war. Sogar ein Tütchen mit Ersatzsteinen und ein freundlicher Gruß mit einer Gratis-Holzkiste lagen bei. Eine ausgedruckte Anleitung gab es zwar nicht, doch auf der Website von Fantasy Stones findet man zu jedem Bausatz entsprechende PDFs mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. Für den Zusammenbau empfiehlt Fantasy Stones neben einem Bastelmesser noch eine Feile und wasserfesten Holzleim. Wir haben jedoch unseren schnell trocknenden Holzleim verwendet und sagen euch später, warum das ebenfalls gut funktioniert. Als Bastelmesser haben wir uns dann ein altes geschnappt, bei dem die Klinge gerne stumpf werden kann. Beim Auspacken der Steine machte sich dann doch der Versand im Schuhkarton und das Material bemerkbar. Denn alle Bausteine bestehen aus Gips und dieser bricht einfach sehr leicht und so hatten wir zunächst einige 3D-Puzzles zu flicken. In weiser Voraussicht lagen dem Set ja immerhin schon einige Ersatzsteine bei. Das Problem ist also auch Fantasy Stones bekannt. Unterm Strich haben wir mit den geklebten Steinen und den Ersatzsteinen unseren Bausatz zwar fertigstellen können, aber ein wenig suboptimal ist das natürlich schon. Damit die gemauerten Wände gerade und senkrecht werden, empfiehlt Fantasy Stones in ihrer PDF-Anleitung eine Hilfsmauer aus Legosteinen. Wir haben als Alternative eine Mauer aus Schaumpappe gebastelt. Schneidet einfach eine lange und eine kurze Wand zurecht, sowie einige Stützen. Klebt dann die Stützen an die Wandseiten und anschließend die Wände im rechten Winkel aneinander. Fertig, und ihr müsst keine Legosteine kaufen oder aus dem Kinderzimmer klauen. Eine Sache aber noch, bevor ihr mit dem Bauen beginnt. Sortiert die Ziegel grob ihrer Höhe nach vor. Einige Steine in unserem Set waren nämlich nicht vollständig gegossen und daher minimal niedriger, andere wiederum 1 mm höher. Natürlich kann man solche feinen Unterschiede abfeilen oder beim Verbauen mit reichlich Leim ausgleichen. Doch dann läuft man Gefahr, dass alles krumm und schief wird. Von daher sortiert einfach die Ziegel vor und baut jede Schicht immer mit gleich hohen Ziegeln. Das Mauern mit den Gipsziegeln ist ansonsten absolut simpel. Streicht die Stellen der Ziegel, die aufliegen und an andere Ziegel stoßen, großzügig mit Holzleim ein und nutzt die Hilfswand, damit alles gerade wird. Die PDF-Anleitung ist zwar nicht super ausführlich, doch die Infos reichen absolut, um problemlos und Schritt für Schritt voranzukommen. Spart beim Mauern übrigens nicht mit Holzleim, denn zum einen saugt der Gips den Kleber förmlich auf, zum anderen werden so kleine Fugen automatisch geschlossen. Und wenn mal etwas nicht ganz genau passt, so wie diese Tür hier, werdet einfach ein wenig erfinderisch. Wir haben die zwei fehlenden Millimeter mit zwei Kaffeerührstäbchen als Türrahmen ausgeglichen. Einige Steine waren ja durch den Transport beschädigt, sodass letztlich hier und da dann schon mal eine Ecke fehlte. Das kann man entweder so lassen, ist ja schließlich ein Ruinenbausatz, oder später zum Beispiel mit Milliput verspachteln. Gleiches gilt auch für größere Fugen. Einige Steine muss man vor dem Verbauen noch etwas in Form bringen. Hierzu reicht ein Bastelmesser mit alter Klinge völlig aus, eine Feile haben wir nicht benutzen müssen. In jedem Fall, das staubt ein wenig, ist halt Gips. Ein kleiner Tipp noch an dieser Stelle für den Boden der Turmkuppel. Durch die Feuchtigkeit des Leims wälzt sich die Pappe aus dem Bausatz. Stellt daher zum Trocknen etwas Schweres in die Mitte des Bodens, damit alles gerade wird. Der Einbau von Kleinteilen, wie zum Beispiel dieser Fenster, ist etwas fummelig, aber wenn man mit einem Fenster beginnt und dann Schritt für Schritt die anderen verbaut, ist auch so ein Bastelabschnitt kein Problem. Gleiches gilt für die Extratür. Und sollte mal ein Spalt oder eine Fuge zu groß sein und sich nicht mit Leim schließen lassen, macht das später einfach mit Milliput. Beim Errichten von langen Mauern werden die Ziegel auf einen flachen Untergrund gelegt und zum Beispiel mit einem Lineal ausgerichtet. Der Rest ist dann wie gehabt.
Als Unterkonstruktion fürs Turmdach bietet Fantasy Stones ein extra PDF mit einer Schnittvorlage an, die nur noch auf Pappe übertragen werden muss. Den Download könnt ihr euch aber auch sparen und direkt alle Dachteile auf ein Stück dünne Pappe legen. Dann einfach ringsherum anzeichnen, eine Klebelasche ergänzen, ausschneiden, zusammenkleben. Komplett mit Leim bestreichen und die Dachelemente aufkleben. Fertig! Nach dem Zusammenbau ist das Modell natürlich noch nicht spielbereit, schließlich fehlen noch Farben und Verzierungen. Wir möchten euch daher kurz zeigen, wie ihr schnell und einfach das Mauerwerk gestalten könnt. Mischt euch einen Grauton an, wobei ihr statt Weiß einen hellen Sandton verwenden solltet. Das kann ruhig allerbilligste Acrylfarbe aus dem Künstlerbedarf sein. So eine große Tube hier kostet zum Beispiel nur 3 Euro. Gebt noch einen dicken Spritzer Holzleim in die Farbe und verdünnt sie nach Wunsch auch noch etwas mit Wasser. Anschließend werden alle Bauteile damit grundiert, hierbei versiegelt der Leim die Bausteine dann auch etwas. Achtet allerdings auf Folgendes. Je dünner und wässriger die Farbe ist, desto eher weicht der Holzleim auf und das Modell kann sich durch nur etwas Druck dann verformen. Seid also vorsichtig und bemalt die Stücke möglichst zügig. Nach dem Durchtrocknen ist dann alles wieder fest. Zumindest bis zum nächsten Arbeitsschritt, für den wir uns einen Wash aus Schwarz und einem Braun oder Rotbraun anmischen. Weil es ein Wash ist, sollte die Mischung viel Wasser enthalten und den obligatorischen Leimspritzer. Anschließend werden die Mauern großzügig damit bestrichen. Nachdem alles über Nacht gut durchgetrocknet und wieder fest ist, werden die Mauern mit der ursprünglichen Grundierung trocken gebürstet. Danach wird die Grundfarbe mit einem hellen Sandton aufgehellt, um damit erneut die Ziegel trocken zu bürsten. Nehmt als nächstes einen anderen Sandton und bürstet damit ungleichmäßig und eher fleckig über die Mauern und Steine, aber nur ganz leicht, um hier und da eine andere Farbschattierung zu erzeugen. Das Ganze wiederholt ihr mit einem weiteren Sand- oder Ockerton. Zum Abschluss des Trockenbürstens werden mit dem hellen Sandton aus der Grundfarbe noch ein paar vereinzelte Highlights gesetzt bzw. trocken gebürstet. Als letztes werden nun einzelne Steine gewascht. Sucht euch hierfür verschiedene Washes oder Inks zusammen, die aber allesamt noch etwas mit Wasser verdünnt werden müssen. Je nach Hersteller sollten das etwa 50:50 Mischung sein, bei Washes von Vallejo müsst ihr etwas mehr Wasser hinzugeben. Legt mit einem Braunton los und bemalt etwa jeden 6. bis 10. Ziegelstein. Dasselbe wiederholt ihr mit einem anderen Braunton. Und mit einem schwarzen Wash. Die unteren 2 bis 4 Ziegelreihen werden nun grün gewascht. Allerdings muss dieser Wash noch stärker verdünnt werden. Diese Lasur soll nur leichten Moosbewuchs darstellen und die Ziegel nicht komplett einfärben wie die Washes zuvor. Für die Bodenplatten haben wir einen grünen Wash, einen schwarzen Wash und einen blauen Wash verwendet. Und nachdem dann noch das Dach, die Fenster und die Türen bemalt sind, ist das Geländestück dann auch schon spielbereit. Insgesamt und wegen der Trockenzeiten sollte man für dieses Modell etwa 2 bis 3 Bastelabende einplanen. Unser Fazit: Preislich sind die Modelle von Fantasy Stones so ziemlich unschlagbar. Unsere schicke Wehranlage kostet nur 20 Euro plus Versand und man hat anschließend richtig viel auf der Spielplatte. Auch die modularen Umbaumöglichkeiten überzeugen. Zudem lassen sich viele andere Fantasy Stones Modelle damit kombinieren. Das Bauen mit den Ziegeln erfordert zwar ein klein wenig Geschick, doch mit den vorhin gezeigten Tricks und Kniffen und der Anleitung von der Fantasy Stones Website sollten auch Hobby-Einsteiger prima zurechtkommen. Unser einziger Kritikpunkt ist das Material, denn Gips ist einfach sehr stoßempfindlich. Seien es die beim Transport zerbrochenen Steine oder spätere Farbabplatzer beim Spielen. Gips ist halt kein Keramin oder Stevalin, das wir beispielsweise beim Abgießen verwenden. Man kann so ein Modell zwar noch etwas haltbarer machen, indem man nach dem Zusammenbau und vor dem Bemalen alles mehrfach mit Leimwasser einpinselt. Doch das ist schon ein ziemlicher Aufwand. Ansonsten muss man halt beim Spielen und Transport etwas mehr Acht geben, um Schäden zu vermeiden. Und wenn man es nicht transportieren will, umso besser. Was sagt ihr zu diesem Bausatz? Welche Erfahrungen habt ihr bislang mit fertigen Gelände oder Modellen wie diesen gemacht? Schreibt's gerne in die Kommentare, wir sind gespannt und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.